Willkommen zurück in Stücke. In diesem Autobahnteil. Und ich habe so das Gefühl, hier unten wird's etwas. Na, hörst du wohl? Wird etwas lustig werden. Wir sind Jackie Escatado. Nein. Ich habe ihn gefunden. Ja, du hast mich gefunden. Was jetzt? Okay, da war es zu hell. Boah. Wie soll ich denn da durchkommen? Hallo? Kontrollierst du dieses Ding, Jackie? Oder kontrollierst du... Boah! Hallo? Boah, ja, ich denke mal, das wird hier eine Wüste Ballerei werden. Vor allen Dingen, wie soll ich denn das scheiß Licht auskriegen? Hallo? Wo ist denn hier? Ich komme natürlich mit dem Ding nicht weiter. Wo ist denn hier die Leuchte? Boah, Leute. Was stehen wir hier rum? Ja, was stehen wir hier rum, du Witzbold? Versuche irgendwie, dass wir außerhalb des Lichtes bleiben. Oh fuck, wo soll ich denn da hinlaufen? Da kann ich aber alle nicht irgendwie abknipsen. Ja, schön, da sind überall Türen. Machen wir ein bisschen Ärger. Okay, wir kommen so nicht rüber, offensichtlich irgendwie. Kann das sein, dass wir das ganze Ding hier irgendwie hingereisen müssen? Ich komme hier doch gar nicht weiter. Mikro-OC. Hilft uns auch nicht viel momentan. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Da durchs Auto durch oder was? Wie komme ich denn hier weiter? Hallo? Okay, wir müssen anscheinend doch durch die Tür. Jetzt mach mal hier ein bisschen hinne. Was stehen wir hier rum? Geht's noch? Lass dich mal in Ruhe erstmal nachdenken hier. Was? Ach, da ist wieder so ein. Ja. Ach. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich mal die Kleine irgendwie. Okay, jetzt wird es doch deutlich dunkler. Dann wollen wir erstmal hier dran. Hoffentlich können wir das noch in Ruhe machen. So. Ach, Dämonenheber. Das ist irgendwie nicht so das, was ich mir vorstelle. Was hat man denn hier? Das war der Schwarm.
Boah. Die Abklingzeit des Schwarms. Stelle das Nachladen. Ne, wir machen mal den Schwarm. Haben wir ja mit los, raus damit, den Schwarm etwas größer. Oh, das wird aber hier noch eine absolute Kopfschuss. Wo ist er denn? Wo ist diese blöde Sau? Da hinten. Du wirst von beiden Seiten beschossen, du wirst denn. So. Mein Freund, erstmal hier. Machen wir erstmal das Herz. Mal schade, dass wir heute viel verlieren. Wenn er. Noch ein Herz. Ja, Schrotflinte, weiß ich nicht, ob das so wirklich es bringt momentan. Äffchen. Ich glaub's nicht. Jetzt kommt die noch mit dem Auto hier reingefahren. Macht sein Gesicht kaputt. So, mein Freund. Gib mir Sperrfeuer! Niemand kriegt so, mein Freund. Was ist das denn da hinten? Ja, ich weiß, ich muss hier aber irgendwie mal durchkommen. Weil sonst komme ich an den Saug an. Kann. So. Ja, ich bin wieder etwas sprachlos im Reden, weil ich hier 36, was haben wir hier? Wir haben wieder einen anderen Dreck. Ich habe doch eine UMP, oder? Cool. Ja, die habe ich doch. 60 Schuss haben wir noch. Ist jetzt wirklich nicht so viel. Dann machen wir erstmal ein wenig Deckung. Das ist immer blöde, sobald ich hier auf das Herz gehe, fliegt mir die Tür weg. Aber dafür haben wir ja eine entsprechende Ersatztür. Da hätte ich vielleicht eventuellerweise mal beiseite haben sollen. Mann, da brennt, das ist auch nicht so gut für uns. Da hinten ist überall Licht, was noch weniger gut für uns ist. Ja. Können wir nicht jemanden auseinandernehmen? Ach nee, wir mussten hier hinten hin. Stimmt. Ja, können wir nicht jemanden auseinandernehmen, Witzbold? Da ist er ja. Wir müssen erst einmal schauen. Ich sehe den. Oh, blöde Sau! Lauf! Weg von dem Licht! Ja, lauf weg von dem Licht ist natürlich immer so eine Sache. Halte dich vom Licht fern!
Laser! Oh! Welche Sau! Leck mich am Ärmel! Was ist er denn? Ich bin momentan etwas hier im Stress, wie ihr seht. Aber die kam ja auch hier, wo schießt denn noch einer auf uns? Ich hör's nur ballern um mich rum, aber... Ja. Da kam ich her. So. Ja. Wie ihr seht, sind wir doch etwas im Stress. Während wir uns hier durchholzen. So. Mal her. Da haben wir etwas mehr Munition. Sehr schön. Also fast so. Von irgendwoher auf die Wand. Hat einen Schutzhelm dabei. Ach, da bist du. Wo ist die Finsternis? Was hat der? Wo geht's denn jetzt hier weiter? Dolfo! Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Die Typen sind wie ein paar Scheißkakerlaken hier eingefallen. Die sind irre. Und du nicht? Ich bin noch am Leben, oder? Anders als diese schwächlichen Penner, wenn ich mit ihnen fertig bin. Geh besser nach oben, Boss. Ich hab hier unten alles im Griff. Jetzt sind wir anscheinend... nicht so stark erwischt. Jetzt sind wir anscheinend... Der Aufzug kommt runter. Hier darf keiner rauskommen, Jackie. Jackie, ich bin's, Benny. Nicht schießen! Ja, Boss, das ist ein Irrenhaus da oben. Deine Tante Sarah hat sich im Schutzraum verschanzt. Wir müssen darauf, sofort. Wir müssen ihr geht darauf. Hoch. Ich halte hier unten die Stellung. Hat man auch hier irgendwas? Was haben wir hier? Das macht doch mit Sicherheit hier irgendwo Licht. Was haben wir denn hier? Ach nee, der Dämon? Ein Relikt? Können wir hier irgendwo was abstellen? Das können wir leider nicht. Wir können nichts abstellen. Das gehört anscheinend selber zu uns. War die Überwachungszentrale. Ach ja, komm. Hey, Jackie, das ist bisher der beste Tag der Woche. Ja, das weiß ich noch nicht so wirklich, ob das der beste Tag der Woche ist. Ich war etwas sprachlos allein da unten in dem verdammten Parkhaus. Wieso haben wir eigentlich so ein großes Parkhaus? Dann bin ich auf dem Weg dahin und dann kommt nichts. Jackie, Gott sei Dank, du hast es zurückgeschafft. Wir stecken tief in der Scheiße. Ja, das glaube ich. Das glaube ich mal unumwunden. Was haben wir hier? Nee, Talente kaufen wollte ich jetzt nicht. Ja, ich nehme erstmal Munition mit. Nehmen wir erstmal Munition mit. Karabiner, haben wir dafür genug Munition? Ah, Sturmgewehr-Munition. Uzi. Haben wir nicht da hier von der Cobra eh noch? Von zwei... Ach, haben wir auch noch. Dann nehmen wir doch lieber die Cobra. So. So, haben wir denn jetzt. Das ist. Nee, ist abgesägt, den will ich jetzt nicht. Und sie will ich auch nicht. Jackie! Gott sei Dank, du hast es zurückgeschafft. Wir stecken tief in der Scheiße. Ähm. Sprich mit mir, Johnny. Womit habe ich es hier zu tun?
Das Siegel auf dem Umschlag, den du bei Swifty gefunden hast, er gehört zur Bruderschaft. Zur was? Sie waren ursprünglich die Hüter der Finsternis. Die Bruderschaft ist die verdammte Elite der Geheimbünde. Sie werden von einem gewissen Victor Valente angeführt, ein Hohepriester, sowas wie ihr Adel. Victor Valente? Er ist kein guter Mensch, verstehst du? Das war der kleine Adolf. Klar, ich kenne das Arschloch. Er hat mich mit irgendwas bearbeitet. Das Ding hat die Finsternis aus mir rausgesaugt. Das kann nur ein einziges Ding. Ja, was nun? Quadrat Archimedes. Jesus, ich dachte, das Ding wäre für immer verschwunden. Hatte ich gehofft. Was zum Teufel? Das ist das Gerät, mit dem die Bruderschaft die Finsternis gefangen hielt. Okay. Es wurde vor tausenden von Jahren geschaffen, durch dunkle Magie. Es kann die Essenz der Finsternis binden. Entweder entreißt es sie dir, oder es verstärkt die Essenz, die in dir ist. Das Ding ist mächtig, Jackie, und gefährlich. Wenn sie den Gral haben, ist das schlecht, wirklich schlecht. Die Finsternis in den Händen der Bruderschaft? Wer weiß, aber es ist sicher nicht gut. Okay, ich kapier's schon. Du bleibst hier. Ich werde die Pisser von ihrem Leiden erlösen. So, erobere das Anwesen zurück. Das mit Hinblick auf die Zeit könnte länger dauern. Und da sage ich mal, das machen wir dann erst beim nächsten Mal. Denn wir haben schon wieder knapp 17 Minuten rum und bis ich mich jetzt durchgeballert habe, dann ist es wieder eine halbe Stunde, würde ich mal vermuten. Das kann jetzt so funktionieren. Aber ich danke euch dann fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal den Gang hier zur Rückeroberung mit mir zusammen macht. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao. Ja, da war ja wohl mal wieder genug Hektik in der Tiefgarage. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir eine so große Tiefgarage überhaupt haben. Aber egal, wir sind ja durchgekommen, aber das mit dem Licht anstrahlen, das ist ja schon wirklich eine massiv nervige Sache, dass wir da wirklich ruiniert werden, sofort mit unseren Fähigkeiten, solche Saubündel da. Aber egal, wir haben es geschafft und stehen jetzt unten zum Eingang von unserem Haus. Unsere Tante hat sich verschanzt, das ist natürlich sinnvoll im Schutzraum. Und wir werden dann beim nächsten Mal da oben erstmal Tabula Rasa machen und sie alle in Stücke schießen. Aber das erst in der kommenden Folge hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.